Ja, wir befinden uns hier vor der Jakobikirche in Herford. Dort vorne an der Ecke ist die Kirchgasse. Was wir gleich vorhaben, ist, einen Stolperstein zu verlegen. Einen Stolperstein für Herrn Robert Grünewald. Das Ganze ist zustande gekommen, weil wir eine Studiengruppe des Elisabeth von der Pfalz Berufskolleg gegründet haben, die zusammen eine Fahrt nach Auschwitz gemacht haben und dort vor der Frage standen, dann können wir irgendetwas tun, was bleibt auch, was Konsequenzen hat. Und dann ist daraus der Gedanke entstanden, wir möchten zumindest Gedenken stiften. Und so kam durch die Hilfe von Christoph Lau, dem Stadtarchivar aus Herford, eben der Gedanke zustande, dass wir hier vor der Schule den Stolperstein für Robert Grünewald verlegen wollen, der ja auch hier in der Nähe der Kirchgasse gewohnt hat. Und genau das werden wir gleich mit unserer Studiengruppe und mit den Schülerinnen der höheren Berufsfachschule machen. Hallo. Ja, stell ich das Rad weg. Welche Straße haben wir schon? Das macht wirklich nicht. Ach, hier. Das war hier direkt am Rosen. Ja, dann hole ich doch mal. Das ist der Stein, wie er gekommen ist. Von Herrn Demnig. Die Anregung, in Herford auch Stolpersteine zu verlegen, kam ja dabei hervor, als wir diese Gedenkplatten in Herford verlegt haben. Damals die Aktion des Wilhelm-Naumann-Berufskollegs, wo im Kunstunterricht Gedenkplatten hergestellt worden sind, größere, die ja das gesamte jüdische Leben abbilden. Und bei der Einweihung der ersten Tafel auf dem Käthe-Elsbach-Platz, sagte damals Bürgermeister Wolbrink, jetzt wollen wir aber auch noch die richtigen Stolpersteine. Und dann haben wir das Bürgermeisterbüro im Grunde und das Kuratorium das zusammen in die Hand genommen und eben mögliche Daten und so weiter aufgearbeitet, für etwa 120 Namen rausgesucht und das dann öffentlich angeboten. Und dann haben sich ja eben sehr, sehr viele Paten gefunden, die diese Stolpersteine bezahlt haben. Soweit ist die Aktion nach wie vor offen. Wenn jemand jetzt sagt, ich habe eine Idee oder ich will einen Stein sponsern, dann würden wir gucken, was da noch so in Frage kommt dafür. Und hier im Archiv sind natürlich die Grundlagen für diese Erforschung der einzelnen Schicksale teilweise vorhanden. Und ja, durch die Meldeunterlagen haben wir einige wesentliche Daten. Da können wir eben zumindest dann auch den letzten Wohnsitz feststellen. Und das ist ja der Standort, wo eben die Steine verlegt werden, in diesem Fall eben Kirchgasse 4. Und dann steht da 9.12.1941 nach Riga, in Klammern Arbeitseinsatz Ost. Dann folgt lange Zeit nichts mehr und dann steht laut Beschluss des Amtsgerichts Herford vom 17. Juli 1950 für tot erklärt. Todestag 8.5.1945. Ja, von da aus kann man natürlich auf ganz andere Unterlagen noch zugreifen. Fängt an bei der Geburt. Und dann haben wir eben hier die Geburtsurkunde. Und auch da finden sich dann diese weiteren Vermerke. Einmal die Ergänzung des Vornamens um den Zwangsvornamen Israel und einmal auch die Todeserklärung. Ja, von vielen der ermordeten jüdischen Menschen gibt es Wiedergutmachungsakten. Zu Robert Grünewald gibt es keine eigene Akte, weil die ganze Familie ja ermordet worden ist. Aber sein Neffe Hans Hirsch, der hat quasi im Namen seines Onkels versucht, einen Antrag zu stellen. Das heißt dann hier Hans Hirsch nach Robert Grünewald in der Akte. Also dieser Hans Hirsch kriegt keine Entschädigung, weil eben der Verwandtschaftsgrad nicht eng genug ist. Hier ist nochmal der damalige Wohnsitz, so ungefähr. Das so sah also die Kirchgasse noch in den 30er Jahren aus. Das ist jetzt der Blick Richtung Löhrstraße. Hier vorne liegt jetzt der Stolperstein. Das ist der Blick in die andere Richtung. Da fehlt schon das Gebäude, also das ist 50er Jahre. Also da fehlt das eigentliche Gebäude. Kirchgasse 4 ist da schon nicht mehr drauf, wo diese Familie mit Verwandten dann gewohnt hat. Ja, einfach, wenn wir den da drüber setzen. Das ist ja oft auch mal so ein bisschen.
frische Luft. Aber ich habe ein bisschen die anderen Sitze. Gott, das jetzt, sind die schon, sind noch da dran, ne? Wir freuen uns sehr, Sie heute im Namen unserer Schule zu der heutigen Stolpersteinverlegung zu begrüßen. Vor der Corona-Pandemie konnten einige Schülerinnen gemeinsam mit drei Lehrkräften nach Oswiecim und Krakau fahren, um dort sich noch intensiver mit der Zeit des Nationalsozialismus zu befassen. Gerade aus diesem Grund ist es eine Ehre, heute hier Teil der Stolpersteinverlegung sein zu dürfen. Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, das im Jahr 1992 begann. Mit dem Boden verlegten kleinen Gedenktafeln, sogenannten Stolpersteinen, soll an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Demnigs Intention ist unter anderem, den NS-Opfern, die in den Konzentrationslagern zu Nummern degradiert wurden, ihren Namen zurückzugeben. Das Bücken, um die Texte auf den Stolpersteinen zu lesen, soll eine symbolische Verbeugung vor den Opfern sein. Wir als Schule stiften zum Gedenken an Robert Grünewald einen weiteren Stolperstein. Robert Grünewald wurde am 23. Dezember 1901 als zweites Kind von Hermann Grünewald und Sarah Grünewald, geborene Bergmann, geboren. Gemeinsam wuchs er mit seinen Eltern und seiner 5 Jahre älteren Schwester Else in Herford auf. Robert Grünewald erlernte den Beruf als Kaufmann. Ab 1930 war er wohnhaft in der Kirchgasse 4 in der Nähe dieser Kirche. Er heiratete Rosi Michaelis Jener. Aus dieser Ehe stammt das gemeinsame Kind Rachel, die am 30.07.1941 das Licht der Welt erblickte. Allerdings ist die Freude kurz. Einen Tag darauf starb das Kind. Auch seine Mutter, Sarah Grünewald, starb bereits Februar 1941. Im Dezember werden Robert Grünewald und seine Frau Rosi und seine Schwester Else nach Riga deportiert. Wahrscheinlich in der Woche vom 9. bis zum 13. Dezember. Im Konzentrationslager Riga verstirbt seine Frau und seine Schwester. Er selber wird am 1.10.1944 nach Riga, dem Arbeitslager in Stutthof, deportiert. 2 Monate später, genauer gesagt am 28.12.1944, verstirbt er. Am 8.05.1945 wird er rückwirkend für tot erklärt. Leider konnte Robert Grünewald und seine Angehörigen ihre Befreiung nicht mehr erleben. Natürlich. Ich kann ja noch sagen, dass wir das auch nicht. Ja, vollkommen.
Alter. Das für den Thank you.